So, Freunde, mit einem neuen Video auf @homes. Diesmal ist wieder Redevideo. Alle 10 bis 15 Videos von Immobilien machen wir ein Redevideo. Und heute ist es soweit. Ich habe auch ein paar Punkte aufgeschrieben. Zum Beispiel, warum wir die Immobilien von außen nicht zeigen. Also 90% der Immobilien zeigen wir auch von außen, aber die 10% kommen wir entweder nicht dazu oder wir sind ein bisschen verplant dabei aufzunehmen. Oder weil Alanya ein kleines Dorf ist, wollen wir auch nicht jeden Immobilie von außen zeigen, wo die Kunden auch sehr, sehr schlitzohrig vorgehen und Immobilienmakler ausschalten und den Eigentümer und so weiter suchen. Ich hoffe, dass ihr das verstehen werdet, dass das, was wir machen, nicht mehr Hobby ist, sondern ein Beruf. Wir investieren da sehr, sehr viel Zeit, auch wenn ihr das nicht wisst. Deswegen mache ich diese Video, dass ihr auch darüber informiert werdet. Wenn man eben für ein Objekt Minuten, Stunden und was weiß ich was, wie viel Arbeit reinsteckt und dann kommt jemand und überlistet uns und geht direkt zum Eigentümer und kauft ihn. Kann er machen, aber wir wollen das so gut wie möglich vermeiden, dass es das passiert. Preisunterschiede der Immobilien, die sind in der Tat hier da, Freunde. Das heißt nicht, dass alles, was günstig ist, auch besser ist oder qualitativ ebenwertig ist, wie die, die teuer sind. Also ich habe selber die Erfahrung gemacht, wenn ich eben billigere Objekte reingehe, sehe ich so viel Schandfleck, dass ich das meine Kunden aus Europa nicht präsentieren möchte. Ich hoffe, ihr versteht es mich. Ich muss mich ja bei dem, was ich mache, auch wohlfühlen, wenn ich irgendwas verkaufe, wo man nach 3, 4 Monaten, was weiß ich, das oder das nicht schön ist und die Kunden von mir oder meine Kunden das kaufen und danach alles auf meinen Kopf werfen, dann wird niemand sagen, ja, aber dafür hast du billig gekauft. Das geht so nicht. Deswegen versuche ich, Immobilien zu finden, die europäischen Standard entsprechen, auch wenn das nicht 100% der Fall ist, aber meistens sind die Immobilien ein bisschen bessere Standard als die, die ein bisschen günstiger sind. Wer am Ende dann doch das günstigere haben will, kann selber dieses Risiko eingehen und auch das kaufen. Das können wir natürlich nicht verhindern, aber vornherein ist ja meine Arbeit Berater und Vermittler. Und wenn ich jemanden beraten soll, weil ich eben hier viel gesehen habe, möchte ich, dass man nicht das Falsche kauft, vielleicht wegen ein paar tausend Euro und danach viel mehr Kosten hat und sich nicht wohlfühlt, vor allem wenn eine Familie da ist mit Kindern und dann ist Feuchtigkeit, Schimmel und so weiter da. Das kann ich Gottes Willen niemals mit meinem Gewissen vereinbaren. Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Ja, Hobby oder Arbeit? Auf jeden Fall Arbeit. Mittlerweile telefonieren wir täglich 2, 3 Stunden mit Kunden, bis ein Immobilienkauf abgewickelt wird, haben wir im Background sehr, sehr viel Arbeit. Deswegen entscheiden wir, wie wir arbeiten. Da sind irgendwelche Leute, die wollen uns vorschreiben, wie wir aufnehmen sollen, dass wir Drohne kaufen sollen, das machen sollen, das machen sollen. Leute, ich möchte euch nicht die schönsten Videos auf den Tisch hauen, sondern ich möchte so informativ wie möglich, so authentisch wie möglich Immobilien von hier zeigen. Ob das jetzt K4, 17, 18 oder 19, 20 ist, das interessiert doch niemanden. Außer ihr wollt es euch unterhalten, dann müsst ihr andere Kanäle rübergehen und Unterhaltungskanäle einschalten. Ich hoffe, ihr versteht mich auch da richtig. Negative Kommentare. Ja, wir haben festgestellt, dass ein paar Typen diverse Videos immer mit gleichen Maßen negativen Sachen kommentiert haben. Ich möchte von mir erwähnen, mit Fake-Name irgendwo reingehen, ob, egal bei welche YouTuber, bevor man ein Video angesehen hat, Dislike runter und einen negativen Kommentar darunter setzen und
so aufklärende Sätze schreiben, ja, das ist so und so, nicht so und so. Macht's einfach selber irgendwas. Kritisiert nicht das, was die anderen machen. Deswegen, dieser John Wick-Typ oder ein paar andere möchte gerne, möchte ich nichts sagen, weil sonst rege ich mich richtig auf. Bleibt auf meinem Kanal fern. Geht dahin, wo ihr Zuspruch bekommt. Ich habe, als ich angefangen habe, Null-Toleranz-Politik gewählt. Wenn man jemanden die Möglichkeit gibt, negativ zu reden, werden andere negativ denkende Menschen dazu kommen. Und dieser Kanal wird zu negativ. Deswegen, für negative Sachen haben wir hier keine Zeit und keinen Platz. Verschwindet einfach. Unsere Arbeit hat sich ein bisschen ausgedehnt, auch wegen Aufenthaltserlaubnis, ICAMET und so weiter. Wir haben am Anfang keine Ahnung gehabt, mittlerweile haben wir auch hier ein paar Mitarbeiter kennengelernt, die uns viel Arbeit wegnehmen und unsere Kunden zufriedenstellen und eben diese Aufenthaltserlaubnis beantragen, ohne dass unsere Kunden mit türkische Sprache Riesenbarrieren vor sich sehen. Das heißt, mittlerweile läuft alles reibungslos. Auch das haben wir gut hinbekommen. Mittlerweile dauert es auch nicht lang und es ist auch nicht 100 Behördengänge, sondern man muss ein paar Sachen organisieren. Wenn man alle Papiere dann beisammen hat, einreichen, dann klappt es auch ziemlich reibungslos. Das waren die Punkte, die wir heute besprechen wollten. Tut es mir leid, wenn ihr mich nicht richtig versteht, weil ich krank bin. Aber ich wollte mir nicht nehmen lassen, dieses Video doch aufzunehmen, weil ich auch selber in 2-3 Monaten anschauen kann und sehen kann, wie schwierig es war für mich, überhaupt zu sprechen. Bis dann, Freunde.